Bei der Wahl des richtigen Zahnvereinviertelungsmaterials gibt es eine Vielzahl von Faktoren zu Bera-Einviertelsichtigen. Der Markt bietet heute eine breite Palette von Materialien an, die jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. In diesem Video werden wir uns mit den wichtigsten Faktoren befassen, die bei der Auswahl des richtigen Zahnvereinviertelungsmaterials Bera-Einviertelsichtigt werden sollten. 1. Zahnposition und Belastung. Die Position des zu FA-Einviertelenden Zahns spielt eine entscheidende Rolle bei der Auswahl des richtigen FA-Einviertelungsmaterials. Zahne, die stark belastet werden, wie etwa die Bakenzahne, erfordern ein Material mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit. In solchen FA-Lennen sind Amalgam- oder komposite Materialien oft die bevorzugte Wahl. FA-Einviertel-Erfrontzahne hingegen, die weniger belastet werden, kann ein ästhetischeres Material wie Keramik oder Kunststoff bevorzugt werden. 2. Ästhetik. Die ästhetischen Ansprache-Einviertelche des Patienten sind ein weiterer wichtiger Faktor bei der Wahl des Zahnvereinviertelungsmaterials. Während Amalgam eine kostengar einviertelendstige und langlebige Option sein kann, bevorzugen viele Patienten heute Materialien, die sich besser der natter einviertelrichen Zahnfarbe anpassen. In solchen FALN bieten komposite Materialien oder Keramikvereinviertelungen eine ästhetisch ansprechende Lassung. 3. Allergien und Verträglichkeit. Einige Patienten können allergisch auf bestimmte Zahnvereinviertelungsmaterialien reagieren. Es ist daher wichtig, vor der Auswahl eines Materials mögliche Allergien oder Unverträglichkeiten zu Bera-Einviertelsichtigen. Einige Materialien wie Amalgam enthalten Quecksilber, das bei manchen Personen zu allergischen Reaktionen FA-Einviertlern kann. In solchen FALN können alternative Materialien wie Komposite oder Keramik eine bessere Option darstellen. 4. Haltbarkeit und Lebensdauer. Die Haltbarkeit und Lebensdauer des Zahnvereinviertelungsmaterials sind ebenfalls wichtige Faktoren, die bei der Auswahl Bera-Einviertelsichtigt werden sollten. Einige Materialien wie Amalgam können eine lange Lebensdauer haben, während andere Materialien wie Kunststoffe-Einviertelungen eher eine begrenzte Haltbarkeit aufweisen. Es ist wichtig, bei der Wahl des Materials die Langzeitwirkung zu Bera-Einviertelsichtigen, um späteren Behandlungsbedarf zu minimieren. 5. Kosten. Die Kosten spielen natter einviertelrlich auch eine Rolle bei der Auswahl des richtigen Zahnvereinviertelungsmaterials. Während einige Materialien wie Amalgam oder Kunststoff kostengar einviertelnstig sind, kann in andere Materialien wie Keramik oder Goldvereinviertelungen deutlich teurer sein. Es ist wichtig, die finanziellen Möglichkeiten des Patienten zu Bera-Einviertelsichtigen und gemeinsam mit dem Zahnarzt die beste Option zu finden, die sowohl den ästhetischen als auch den finanziellen Anforderungen entspricht. Die Wahl des richtigen Zahnvereinviertelungsmaterials ist ein wichtiger Schritt, um die Gesundheit und Funktionalität der Zahne zu erhalten. Indem man die oben genannten Faktoren Bera-Einviertelsichtigt und mit seinem Zahnarzt zusammenarbeitet, kann man die beste Option finden, die sowohl den ästhetischen als auch den funktionalen Anforderungen entspricht. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen und sorgfältig zu A-Einviertelberlegen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen, die zur langfristigen Gesundheit und Zufriedenheit beiträgt.